Weite und Wildnis liegen direkt vor unserer deutschen Haustür. Das Wattenmeer mit seinen Inseln, Sandbänken, Prielen, Flüssen und Balljen ist Europas größter Nationalpark. Auf ca. 490.000 Hektar tummeln sich hier Seevögel, Seehunde, Robben, Tümmler und Tausende von Mikroorganismen. Die Gezeiten bringen hier eine stetige Veränderung der Landschaft mit sich. Alle 6 Stunden wird Meer zu Land und Land wieder zu Meer. Mit dem Wattensegler, einer Neptun 24 KS, befahre ich diese einmalige Naturlandschaft in der Nordsee. So, wir befinden uns jetzt außerhalb der Jade. Der Wind ist fast ganz eingeschlafen, geht nichts mehr. Ich habe hier eine unangenehme, achterliche Dünung. Und ich überlege jetzt, was ich tue. Also Helgoland wird mich schon reizen jetzt. Aber ich komme schlecht voran. Das würde bedeuten, nur Motoren. Und über 4,5 Knoten bin ich bisher noch nicht rausgekommen. Ich habe mal knapp 5 angestrichen, also werde auch meinen Zeitplan enorm verlängern. Oder ich lehne jetzt ab und fahre außerhalb der Inseln mal Richtung Spiekeroog oder, oh, jetzt muss ich mal rein, da kommen schon ein bisschen dickere Wellen gerade. Was tun, sprach Zeus. Ich fahre jetzt noch mal ein bisschen rauf. Richtung Nord. Die Fahrrinne. Da fahren wir gerade rein. Ich überlege noch einen kleinen Augenblick. Alles überschlagen in der Seekarte. Von hier aus sind es noch gut 24, 25 Seemeilen direkt. Das heißt auf jeden Fall 5 bis 6 Stunden locker. Also die Segel, die killen hier nur noch. Da steht kein Wind mehr drin. Ich sehe jetzt reines Motoren. Und wir haben jetzt schon 14:45. Ich gehe mal von 14:30 aus und dann 6 Stunden. 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 wären wir denn da, wenn alles normal läuft und 9 Uhr ist finster und wenn da irgendwas ist. Ah, das ist mir zu stressig, glaube ich. Obwohl das Wetter ja schon toll ist, aber dann hätte man früher aufbrechen müssen bzw. können, weil früher ging ja nicht wegen das Hochwasser ja jetzt eigentlich erst in 20 Minuten einsetzt. Also der Strom geht noch gar nicht richtig mit uns, erkennt das jetzt gerade. Von daher will ich jetzt noch ein Stückchen verholen, aber meine Tendenz ist, glaube ich, gleich Richtung West abzudrehen und dann außerhalb der ostfriesischen Insel lang zu fahren und dann mal gucken, wie weit wir kommen, ob wir Spiekeroog oder vielleicht sogar Langeoog und dann dort einlaufen. Wäre sicherlich der vernünftigere Plan. Ich wollte auch so gerne auf die Düne baden. So, also ohne Motor, Beihilfe, fahre ich über den Daumen 2,4 Knoten. Das schafft hier heute nichts. Da fehlt echt die Windkraftanlagen, die stehen hinten auch, da fehlt heute ein bisschen was. Dann bin ich ja erst um 8:30, 9:00 da, wenn alles gut läuft. Ganz alleine, kann er nicht. Ich drehe jetzt ab Richtung West und dann lassen wir uns überraschen, welche Inseln wir später anlaufen. Gut. So soll es sein.
So, das Westende von Spiekeroog ist jetzt auch erreicht. Und ich denke mal, jetzt biegen wir hier ein. Es ist jetzt gleich 20 vor 5. Und ich denke mal, das reicht für heute. Ich bin überlegen, ob man da jetzt in die Spiekeroog Lagune fährt und dort ankert oder in Hafen. Ich schaue es dann mal vor. Wir befinden uns jetzt ungefähr hier. Und hier ist die kleine Lagune. Und hier wäre sonst der Hafen. Also wir befinden uns hier noch gut im Wasser. Aber wenn ich mal meinen Tiefenanzeiger angucke, war eben schon auf einen Meter runter. Gar nicht meinen, aber hier ist flach. Na, jetzt haben wir wieder 1,70. So, sind jetzt hier im Gatt zwischen Spiekeroog und Langeoog. Fahrwasser liegt noch ungefähr so 400-500 Meter voraus. Geht einen schrägen Bogen hoch und da drüben links ist die Spiekerooger Lagune. Und sitzt da fast der Bogen drauf und hier wieder so einen kleinen Bogen, also man fährt so ein S. Aber hier wird es wieder tiefer. Hier waren es gerade noch 1 Meter, jetzt sind schon wieder 1,70. Hier in der Spiekeroog Lagune auf ca. 90 cm Wassertiefe
Das Wasser wird ein bisschen fallen. Ja, wenn alles gut verläuft, dann können wir hier die Nacht verbringen und haben dann Hafengeld gespart. Direkt hinter den Dünen hier ist das Old Laramie. Vielleicht gucken wir da nochmal hin. So, dann würde ich sagen, Ankerbell setzen. Klar, Schiff. Dann könnten wir einmal das Schlauchboot aufpumpen. Also Anmerkung zur Nordseelagune. Wenn man da ankert und da an Land gehen will, kannst du knicken. Ich bin auf dem Strand in den Schlamm gefahren, wollte aussteigen und bin bis zur Hüfte weggesackt. Das sieht dann ungefähr so aus. Also drüben entweder trocken fallen auf den Sand und dann runter, aber ankern und an Land laufen oder mit dem Schlauchboot rüberfahren und rüber. Geht nicht. Ich stink nach Modder. Alles schwarz. Jetzt auf die andere Seite gefahren, also auf die vorliegende Düne. Und hier kommt man ganz gut drauf. Hier ist es auch ein bisschen modderig und vor allem sind da vorne ein paar Muscheln. Aber das geht. So. Mal ein bisschen die Beine vertreten. Noch eine Anmerkung zur Spiekeroger Lagune. Wenn man hier auf die Sandbank geht, auf jeden Fall Badschuhe mitnehmen. Denn hier liegt das dicht an Muscheln. Aber schöne Muscheln findet man hier. Richtig viele und schöne Muscheln. Eine Austerschale. Die nehme ich mit. Ich habe eine Stelle gefunden, wo ich rüberkomme. Auf die andere Seite. Das könnte doch klappen. Tada! Oh, jetzt kommt hier auch noch mal so ein kurzes, schlickiges Stück. Aber nicht tief. Macht erst um 9 Uhr auf. Ist jetzt exakt 8, also eine Stunde.
So, jetzt sind wir mal am Campingplatz angekommen. Hier gibt es nämlich auch so ein kleines Café. Vielleicht kriegen wir da was. War jetzt auch schon bald 9 Uhr. Die sieht zu aus. Jo, mal schauen. Die sind ohne Ende Mücken. Oh. Und auch Tarn ist an Bord. Jetzt zurück zum Wattensegler. Es ist stockfinster, also Neumond. Und es ist noch gar nicht so spät. Jetzt 10 Uhr. Im August schon früh dunkel. So, jetzt müssen wir gleich das Schlauchboot erreichen. Dunkel wie im Hasenarsch. Ich glaube, da vorne ist es. Jo, schön eingesammelt. Viertelstunde warten wir noch. Dann probieren wir es mal. So. Ist jetzt gleich 10:30. Ich denke mal, ich versuche mal zum Wattensegler zurückzuscheppern. Auf geht's. So, 10:45, wieder gut an Bord angekommen. Ja, den wir jetzt langsam Kojen fertig machen. Fängt gerade an zu pieseln. Und nur ganz leicht. So, auf dem Handy werde ich mir jetzt noch eben zur Nacht einen Ankeralarm einrichten. Tja, dem also lasse ich das. Unruhige Nacht. Es ist jetzt gleich 2 Uhr. Der Wind hat eben ganz schön aufgebraust. Ich bin noch ein Stückchen weiter wieder ins Fahrwasser reingerutscht. Aber jetzt scheint der Anker zu halten. Und der Nachbarlieger hier, der Feeling, der verholt hier schon zum zweiten Mal. Kommt ganz schön nah. So, wir sind noch in unserem neu gesetzten Schwulenkreis drin. Da
bleibt auch so. Moin! Kurz nach 6, habe ich schon eben die Ankerbucht verlassen. Spiekeroog, Grunewald. So toll ist das Wetter nicht und es ist irgendwie kalt geworden wieder. Und jetzt sind wir noch 2 Stunden vor Hochwasser. Habe ich so gerade durchgeschlängelt. Ich fahre jetzt mal nach Spiekeroog in den Hafen. Mal gucken, ob ich da jetzt noch reinkomme. Der Tag erwacht und ich bin saumüde. Spiekeroog Hafen gut erreicht. Akkus gleich alle. Ist jetzt kurz vor 7. Na, mittlerweile ist schon 7. Bin auch so gerade hier raufgerutscht. Jetzt lege ich mich nochmal hin. 8:55. Ich bin immer noch total müde. Aber ich fahre jetzt mal oder gehe jetzt mal eben in den Ort. Hol mir mal ein Brötchen und mache mir gleich einen Kaffee. So penne ich den ganzen Tag hier heute. Frühstück ist gleich fertig, ist jetzt kurz vor 11. Das Boot und das kleine Dingi habe ich schon alles geschrubbt. Ankerkasten ist auch wieder sauber, alles verstaut, Hafengeld ist entrichtet, Landstrom ist gelegt, Kaffee noch trinken und dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier heute. Ich glaube, ein bisschen ruhiger. Höchste Erhebung hier.
Spieker Oak ist die grünste Insel von den ostfriesischen Inseln. Circa 12 Kilometer lang und 17 Quadratmeter groß. Und wurde kaum zerbombt. Man hat noch ziemlich alte Infrastruktur hier. Und Spieker Oak ist einer der Inseln, die auf diesen ganzen Schnickschnack und Schickimicki verzichtet haben. Also es gibt hier keine Flaniermeile, es gibt hier keine Seepromenade, es gibt hier keine Seebrücke. So, wieder zurück. 14:10 Uhr. Das war ein Päuschen. Die ist aber ganz gut. Wer? So, die Vorbereitung zum morgigen Turntag. Es soll voraussichtlich nach Langeoog gehen, von Spieker Oak aus. Also Spieker Oak, Langeoog, die Wattfahrt, die Distanz sind ca. 9 Seemeilen. Hochwasser ist hier auf Spieker Oak um 14.48 Uhr. Also ungefähr so eine knappe halbe Stunde nach Norderney Rifgat. Und das wäre so der Bezugspunkt, wo ich von aus planen würde. Wenn wir 2,5 Stunden vorher brauchen für die Fahrt und eine Stunde vorher losfahren, dann würde ich vorschlagen, dass wir hier um ca. 14.30 Uhr ablegen und dann sind wir so 16.30 Uhr. 17.50 auf Langeoog. Hochwasser ist hier 14.48 und da die Distanz ja nicht so groß ist, kann man ja ruhig ziemlich genau aber Hochwasser starten. Da muss man nicht so gegen anmotoren, das wäre auch eine Variante. 14.30 starten und dann sind wir 17.15 da. Das ist eine gute Zeit. Auf der Karte sieht das dann so aus. Wir liegen jetzt hier auf Spieker Oak, fahren dementsprechend den Priel wieder hier runter, biegen hier oben ein in das Wattfahrwasser, das Langeooger Wattfahrwasser, Langeooger Wattfahrwasser weiter hier rein und dann dort in den Hafen. Wettervorhersage ist morgen Wind aus West, also dann von vorne, aber nicht so stark, 15 bis 20 km/h. Und Wetter leicht bewölkt. Das sollte eigentlich funktionieren. Gut, das war's. Moin. Aufstehen.
Dann gehen wir jetzt noch was einkaufen im Edeka. Fußmarsch von hier ungefähr 10 Minuten zum Edeka-Laden. Nach 12. Das Wasser ist schon wieder gut gestiegen, dank des recht starken Westwindes. Ich schätze mal hier im Hafen, dass draußen um die 4 sind. Da müssen wir mal gleich gegen an. Ich habe jetzt schon Auslauf klar gemacht oder bin jetzt schon Auslauf klar oder wir sind jetzt schon Auslauf klar. Ich denke, ich breche jetzt schon mal auf. Vielleicht wäre dann auch zu überlegen, ob man noch nach Baltrum fährt und dann Langeoog vorbei und auf dem Rücktor auf Langeoog festmacht. Mal gucken, wie es gleich läuft. Wir haben starken auflandigen Wind, beziehungsweise der uns Richtung Steg drückt. Da müssen wir gleich schnell sein. Ist jetzt exakt 12:30.